Das ist halt trotzdem die beste Düse. Das gehört zum Dach. Das gehört alles zum Dach. Das hier noch. Ich glaube, Leute, die gern putzen, die haben hier daran ihren meisten Spaß. Die können hier ihre Leidenschaft am Putzen einfach auslassen. Sie kriegen immer mehr zum Putzen. Aber langsam sollte das auch mit dem Turm hier werden. Mann, das Dach ist aber auch groß. So. Vor allem, wenn ich mir überlege, beim Turm, was wir jetzt hier da schon alles abgespritzt haben. Sollte doch bald fertig sein. Ja, bald. Draußen ist halt dann doch noch einiges zu tun. Wenn man sich das anschaut. Manches gehört halt auch zum Dach. So. So. Hier ist noch. So, Turm ist fertig.
Also es bleibt eigentlich nur noch das Dach übrig. Ach ja. 5% das ganze Dach. Yay. Für was der Hocker hier ist. Das Dach ist aber auch verdreckt. Okay, das kriegen wir nun damit sauber. Ich hab's schon gesehen. Starke Verschmutzung bedeutet starke Düse. Gibt es keinen Fallschaden. Werden sie uns so oft schon die Knochen gebrochen. Verdammt! Also die Seite sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Die Seite auch, aber ja. Die Seite kannst du halt vergessen. Aber es wird hier langsam. Der Dreckbalken geht runter. Vor allem bei den starken Verschmutzungen. Grobes, ja, das ist nur grob. Was das Wichtige ist, ist wirklich den starken Schmutz hier wegzubekommen. So. Ist doch fast geschafft.
Wenn ich richtig liege, ist der letzte Prozent das hier. So. Prozent. Verdammt. Wo haben wir was übersehen? Der Boden ist sauber. Stego ist sauber. Die Bank ist sauber. Das Karussell ist sauber. Klettergerüst ist sauber. Abfalleimer sauber. Bank ist sauber. Klettergerüst sauber. Brücke sauber. Turm, Dach sauber. Die Kletterstange ist sauber. Tic-Tac-Toe ist fertig. Fertig. Dach ist fertig. Die Markise ist nicht fertig. Gut, da ist ja eigentlich auch nur noch das hier. Yay. Job abgeschlossen zum Fortfahren. Das hat aber auch gedauert. Uff. Super Job auf den Spieler als Schmutzfinder. Wenn ich mich hier jetzt ansehe, gebe ich zu, dass hier und da vielleicht ein paar Schmutzflecken waren. Also es gibt so viele Farben auf dieser Welt, vielleicht zu viele. Wie auch immer, du hast mir dieses blöckenden Bedenkenträger von der Backe geschafft. Und dafür kann ich dir nicht genug danken. Das anliegende Haus reinigen. Oh Gott. Das anliegende Haus auch noch. Und Bungalow reinigen. Das Schöne ist, man kann die halt Land, Wasser, okay, alles was wir schon gemacht haben, können wir nochmal spielen. Das anliegende Haus reinigen. Acacia Avenue 212, Muckingham. Das ist doch so groß und das ist so klein, aber wir brauchen das Geld. Das Geländemotorrad bringt halt gar nichts. Aurora Schmidt, Jenny Pebbles. Ich lege die Karte auf den Tisch. Wir leben im Haus vom Esther. Der Art exzentrischen Schauspielerin, die diesen klassischen Film Die böse Hexe gespielt hat und mysteriöserweise im Nationalpark verschwunden ist. Wir können die ganze Gerüchte und das Haus, aber wir wissen auch, dass wir absolutes Schnäppchen gemacht haben. Es macht uns nichts aus, wenn sich die Möbel ein wenig bewegen. Das ist nur Feng Shui. Die nächste Stufe. All das schmuddelige Äußere und uns
wirklich auf die Nerven. Und alle anderen Hochdruckreiniger in der Stadt haben zu viel Angst, um einen Fuß in unseren Hof zu setzen. Wenn du uns helfen könntest, wären wir auf ewig dankbar. Das Haus der Hexe. Okay, das wird das also das Hexenhaus jetzt werden. Hm. Ich habe keine Lust. Verdammt. Also kann ich, wenn ich auf dem Dach bin, noch eine extra Leite oder wie? Okay. Gut zu wissen. Oder gibt es hier auch nur noch eine zweite Leiter? Das sieht widerlich aus. Oh, Mini-Graffiti. Das kriegen wir aber nicht weg. Das wird vielleicht mir die komischen, super seltsamen, gruseligen Zeichen an der Außenseite des Hauses auffallen. Kein Grund zur Sorge. Hey. Kein Grund zur Sorge. Laut Jennys Recherchen ist das heroisch die uralte Sprache der Engel. Okay. Das ist also die Sprache der Engel. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das ist die Sprache der Engel. Ich glaube irgendwie nicht dran. So. Das sieht doch gar nicht mal... Oh. Hier sind auch noch welche. Das. Man kann ja sagen, was man will, aber schlecht sieht das Haus nicht aus, wenn es mal sauber ist. Aber erstmal sauber bekommen. Wollen hier die ganzen Schlammschicht. Oh. Hat sich aber gar nicht gelohnt, die $3. Nochmal $3, wow. Sollte wohl mit größeren Flächen anfangen. Das zum Thema mit größeren Flächen. Bei
Das sieht schon gar nicht mal übel aus, wenn man das erstmal sauber hat. Ich bin zwar kein Freund von Weiß. So wie das jetzt für den Garten oder so, aber ja. Muss ja jeder selber wissen. Weil da sieht man halt jeden Dreck drauf. Das wird mich total stören die ganze Zeit. So. Erst bei den ganzen Rand. Die Treppe wird eigentlich ganz gut sauber. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, warum es Kling gemacht hat, aber es hat Kling gemacht. Veranda-Bodenbelag, okay. Kümmern wir uns erstmal um den Bodenbelag. Welche ich gerade bin, mache ich erstmal die Ecke. So. Wenn es nur Holz ist, oder Stein ist. Moment. Oh. Na. Es hilft leider nicht. Das war irgendwie, ich habe mir das zu leicht gedacht. Also gesehen geht man erst einfach rüber, weil man dann mehr Fläche machen kann und dann den groben Dreck nochmal. Wenn wir irgendwie gefühlt nur groben Dreck hier haben. So. Schlecht sieht das halt wirklich nicht aus. Dann haben wir die Mauer ja auch fast sauber.
So. Holzverkleidung. Okay. Gott, das ganze Dach ist so dreckig. Der Sims. Müssen wir das ganze Ding wahrscheinlich machen. Ja, werden wir es ja noch sehen. Das ist aber auch hier eine dass wir hier einen Dreck runterholen. Von jede Strebe. Das hört man nicht mal richtig sauber damit. Hier brauchen wir sogar schon mehr Druck. Gott. Dass hier mal eine Tür war. Ja. Das konnte man nur erahnen. Deswegen. Und hier die Seite. Sehr schön. Jetzt haben wir eine weiße Tür. Erstmal das Fenster, damit man auch was sieht. So. Können Sie dann schauen, wie das hier langsam sauber wird. So. Das Fenster ist sauber, der Fensterrahmen natürlich nicht. Jetzt ist auch der Fensterrahmen sauber. Jetzt kann man da endlich mal durchschauen. Aber man sieht halt noch nicht viel. Wir haben noch nicht genug. Wir haben noch nicht genug. Mit unserem Billigen hier. Ob wir das dann wirklich hier tadellos sauber bekommen, bezweifle ich. Wir werden hier echt
unterbezahlt für die Arbeit. Alles weg. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Auch wenn ich immer noch kein Freund von Weiß bin. Kann man doch schon mal so anbieten. Zwar nicht die Wand, aber... Ja. Oh Mann. Die Veranda, oh Gott. Wir kriegen das. Wir kriegen das gefühlt nicht mal richtig sauber. Okay, die Wand ist sauber. Aber es hat mir immer noch nicht gereicht. Der Rotturm hat ja schon was, aber trotzdem nicht meins.